Hier spricht Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Und damit, hi ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge XCOM Enemy Unknown. Mit eurem Commander Ron und ich habe ein bisschen Angst. Die Missionen werden hier immer härter in XCOM 1. Aber, naja, wir haben ja noch relativ gute Leute. Slim ist so mein Frontmann. Das heißt, ihn schicke ich mal her. Hier drüben ist was. Und gleich so eine Disc. Aber das ist gar nicht so schlecht. Denn Jimmy hat ja den Shredder-Bonus. Das heißt, wir könnten eigentlich mit einer gut gezielten Rakete... direkt relativ viel ausschalten, aber dazu müsste die Türe offen sein, oder? Das heißt, ich muss mit jemandem da rein und die, hin und die Türe aufmachen. Wow. Oder ich schieße halt so, dass ich nicht alles treffe, aber das war ja eigentlich schwachsinnig, war voll die Raketenverschwendung. Außerdem jage ich dann wahrscheinlich das Auto in die Luft und damit Slim. So sieht's gut aus. 0%. Das ist schlecht. Gucken wir mal, ob was irgendwie... Alternativ könnte ich auch mit jemandem, der gerade nicht so... Ja, Pro-Taktiken hier. Wir nehmen jemanden, der gerade weniger effizient wäre. Jagen die Türe mit einer schönen Granate in die Luft. So, das gibt Jimmy einen schönen Arc, wo er einfach ohne Probleme dann reinholzen kann. Guck ich mal, ob ich vielleicht die hintere Drohne auch noch treffe. Wahrscheinlich nicht. Dann so. Bam! Oh yeah! Haha, 16 Schaden! Ja. Okay, gut, go. Ja, komm. Holz vom Himmel. Sehr schön. Ikore. Okay, du hast es nicht im Visier. Ellen, du musst nach vorne ein bisschen. Slim, du hältst es im Visier. Und das 94%. Und er schießt daneben. Ziel verfehlt. Wow. Feldposition. Wenn es herkommt, kann Ikore direkt drauf schießen. Das nennt ihr den Rückzug? Okay. Soll mir recht sein. Soll mir ehrlich gesagt recht sein. Ich muss mit dir nach vorne. Okay. Slim sieht's nicht. Ah, Maya, du siehst es. 88%. Sehr schön. Hol dir deine Beförderung, Junge. Nice. Next Level Strategies. Okay. Du darfst auf jeden Fall auch mit ganz nach vorne. Gut, go. Krieg ich dich irgendwie aufs Dach? Wahrscheinlich nicht. Und da hier ein Lagerhaus ist, wirst du wahrscheinlich auch auf dem Dach nicht so sonderlich brauchbar sein. Dann lieber hier an den Wagen ran. Decoray darf auch mit an den Wagen. Das war's eigentlich schon. Okay. Hört sich weniger gut an. Gut, go. Ziel erfasst. Oh, ah, okay, die sind jetzt mittlerweile weniger gefährlich, wenn ich ehrlich bin. Vor allem Pew Pew Laser Cannon. Gut, go macht die sogar mit der Pistole platt. Ja. Mit der fucking Pistole. So badass ist er.
Okay. Slim. Ach, du siehst ihn von da sogar. Aber er ist vor der Deckung. Von hier solltest du ihn eigentlich flankieren können. Feind in Sicht. Oh, da sind noch mehr. Oh, da sind noch viel mehr. Oh shit. Und mein Schussfeld ist wegen dem Truck leider verborgen. Ha. Wir haben so einen Arc Thrower, aber der bringt uns nicht so viel. Ich kann mit einer Granate kann ich ihre Deckung komplett nehmen. Und auch ein bisschen Schaden verursachen. Nicht viel, aber ein bisschen. So, das gibt ihm genügend, vielleicht einen zu killen. Sieht gut aus. Bremst. Nice, gute Arbeit. So, Jimmy, wie sieht's mit deiner Rakete aus? Kommst du irgendwie... Ja, wenn du in die Luft schießt. Das bringt aber relativ wenig. Ha. Okay. %54 nur. Auf den großen. Sollten wir lieber gucken, dass wir mit einer Rauchgranate uns absichern. %70, aber du hast noch die schlechte Waffe. Stimmt's? Ja, stimmt. Ich meine, du könntest auch hier hin und würdest du vielleicht den Schlangenmann sehen. Das würde wahrscheinlich mehr helfen. 40%. Ah. Sowas habe ich erwartet. Leider. Das mit Jimmy ist ein bisschen ärgerlich. Good Go ist noch out of order. Ich würde fast sagen, wir sollten einen killen, aber es sind einfach zu viele. Deswegen ist wahrscheinlich Rauchen wirklich die bessere Alternative. Sehr schön. Und Jimmy... Kannst vielleicht den einen ausschalten. Ja, 24%, das ist nix. Aber er ist markiert. Das ist wenigstens was. Okay. Schauen wir mal. Durch den Rauch, durch die volle Deckung. Natürlich. Das ist doch beschiss! Super. Ja, der ist jetzt im Offenen, aber da schießt wir nicht mehr. Gut. Weniger gut, aber so sei es drum. Rakete raus. Wir regeln das trotzdem noch. Sehr schön. Gut, gut, du siehst gar niemanden. Wie ist das möglich? Ja, Ikoray. Gute Frage, was mache ich mit dir? Du kannst auf jeden Fall den einen umknallen.
Kannst den anderen umknallen. Dann fangen wir halt heute keinen Muton. Sei es drum. Aber das Leben von Slim ist mir dann doch ein bisschen wichtiger. Pistol Power. Pistol Weapon, good go! Hab ihn weggefegt. Sehr schön. Und der andere war da oben, richtig? Ich weiß zwar nicht, ob es was bringt, weil irgendwie ist... Der Rauch hat wahrscheinlich Ikorai das Leben gerettet. Sehr schön. Okay, was? Nur so wenig? Ach, weil er schwebt. Klar. Wenn die schweben, dann haben sie erhöhte Verteidigung. Relativ weird, aber sei es drum. Müssen wir halt noch gucken, wer ihn sehen kann da in der Luft. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, ihn gefangen zu nehmen. Ikorai, du gehst erstmal komplett hier aus dem Spiel. Wäre mir ganz lieb. Vielleicht regelt es aber auch Jimmy Lee. 44% ist jetzt nicht viel, aber wir haben Holo-Zielen, okay. Holo-Zielen ist drauf. Könnten ihn schwächen jetzt und dann einfach gefangen nehmen. Ich meine, je mehr wir gefangen nehmen, desto besser eigentlich. Dann kriegen wir Pistolen, Waffen und sowas. Das heißt, müsste eigentlich so treffen. Hat nicht getroffen. 50%? Okay, hat geklappt. Ein weiterer Tag, eine sehr schön. Slim hat überlebt. Trotz seinem unglücklichen Pull. Trotzdem sind die zwei... Oh, kommt schon. Ja, Slim ist jetzt schwer verwundet. Ah, schön. Gefechtsscanner finde ich okay, aber wir brauchen noch jemanden, der nach vorne viel rumrennt, wenn Slim jetzt verwundet ist. Sie selber verwundet, aber naja. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Dann hätte ich ganz ehrlich auch den anderen Scheiß machen können. Okay, wir haben jetzt Plasmakanonen für unsere Flieger. Das ist sehr gut. Schwere Laser. Skelettanzug. Plasmagewehr. Das ist natürlich... Cyberdisk-Autopsie. Die Autopsie haben wir ja instant. Wir warten noch darauf, ein lebendes Exemplar von der Front zu erhalten. Es scheint, die Männer verwenden sie gerne für Schießübungen. Momentan wissen wir, dass der Cyberdisk, wie sie ihn nennen, schwer bewaffnet ist. Er zeigt jedoch kein klares Verhaltensmuster auf dem Schlachtfeld. Okay. Dies scheint eine Drohne, ähnlich der uns bekannten Militärdrohne zu sein. Dieses Exemplar kann offenbar beschädigtes Gerät reparieren. Dr. Shen und ich glauben, es sollte möglich sein, sie einzufangen und für unsere Zwecke im Kampf zu verwenden. Leider habe ich das bis heute noch nicht geschafft, eine Drohne einzufangen. Drohnenabfang. Ah. Ah, okay. Aber nur für den Rest des Einsatzes. Ah, okay.
So, jetzt, was machen wir? 0 Tage. Wow. Schwere Laser. Oder die Pistolen. Beziehungsweise die großen Gewehre. Ich würde fast schon sagen, schwere Laser, weil er nur 3 Tage ist. Technikabteilung. Wir können so einen Generalschlüssel bauen. Wie sieht's aus mit den Präzisionslaser? Können wir 2 Stück bauen, aber ich brauche nur 1 für Gutko. Und das war's. Die Einsatzmöglichkeiten für diese Art von Technologie wären unendlich gewesen. Wären die Aliens in Frieden gekommen. Ja, hätte, Fahrradkette. Plasmakanonen, brauchen wir mehr Legierungen. Gucken wir mal auf dem Schwarzmarkt, was wir so... Mutonleichen, dünner Mannleichen. Und ansonsten... Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Ah, schön. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Sehr schön. Wir könnten noch mal einen Satellit bauen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir noch mal einen Satellit bauen. Ja, bauen wir noch mal einen Satellit. Und wir können jetzt noch einen Satelliten starten. Ja. Das ist halt die Frage, wo starten wir jetzt einen Satelliten? Wir könnten hier einen Satelliten starten, dann wäre die Panik erstmal weg. Wir könnten hier einen Satelliten starten. Oder hier. China würde, Russland würde uns mehr Geld bringen, China dafür würde uns einen zusätzlichen Ingenieur pro Runde bringen. Das können wir erstmal... Ja, aber wenn wir das verlieren, dann verlieren wir gewusst wie Bonus. Immerhin haben wir ein paar erfahrene Leute unter uns. Man braucht Mumm, um sich so einem Ding zu stellen. Okay, wir tun in Russland den Satelliten runterlassen. Satellit gestartet. Ja. Und ich muss auch gleich den Hangar nämlich... Zählt Russland zu Europa? Jetzt in dem Spiel jetzt, ich weiß, dass Russland normalerweise zu Europa zählt, aber... wo haben wir alles? Brasilien und Russland. Das heißt, wir brauchen den in Nordamerika nicht. Können wir den irgendwie Waffen ändern? Nein. Wir haben eine Phoenix-Kanone. Ausmustern. Okay. Kontakt entdeckt. Ach, das ist ein gelandetes. Das ist ein gelandetes UFO. Wir könnten jetzt da direkt reingehen. Oder... Oh, schön, Killipa ist wieder da. Oder wir könnten direkt die Basis stürmen. Ich würde sagen, mit der Basis warten wir aber noch. Good go. Du hast sie dir verdient. Laser-Präzisions-Scharfschützengewehr. 4 Schaden-Basis. 6 Schaden-Basis. Guter Mann. Dann... Lee, du bist auch dabei. Ist ja schön, obwohl du ein bisschen was abbekommen hast. Granaten, Raketen, alles da. Hansen, Unterstützer. Du bekommst... Natürlich das Medikit und ein leichtes Plasmagewehr. Niemand sollte mit einem einfachen Gewehr hier in den Kampf gehen. Leider haben wir keine Plasmapistole noch. Big Mama. Schalenrüstung ist gut, Granate. Ich habe noch leider keinen. Meier, dich ersetze ich lieber mal durch einen Rekruten. Der kriegt natürlich auch erstmal
ein Lasergewehr bzw. ein Plasmagewehr. Lasergewehr sind teuer. Und auch keine spezielle Rüstung. Wenn du überlebst, hast du dir deinen Rang verdient, Gabriel. Oder er stirbt und wird zu Reaper. Kann natürlich auch sein. Schrotflinte. 4 Schaden, 6 kritische Schaden. Die Frage ist... Hat er eine hohe Crit-Chance? 20%. Aber ich würde sagen, ich gebe Killipay trotzdem erstmal das Lasergewehr. Für die Zeit, wo ich jetzt noch kein besseres Ding habe. Ich glaube, dir kann ich keine andere Waffe geben, nein. Okay, sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal bei XCOM Enemy Unknown. Mit eurem Commander ran und einem Ziel, einer Mission, einer neuen Folge. Bye bye!